Zur Wochenmitte, meine Damen und Herren, hatten wir ein ziemlich eindrückliches Phänomen beobachtet. Die Renditen bei den Anleihen waren relativ stark gestiegen. Das hat dann dem Aktienmarkt so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Warum? Ganz einfach, wenn Anleihen attraktiver werden, wird im Gegenzug die Aktienanlage eben unattraktiver. Hintergrund war gewesen, dass China sich angeblich aus dem Bereich US-Anleihen zurückzieht. Alles Quatsch, hat China dann gesagt. Wir gucken uns den Markt an, wie jeder vernünftige Investor auch. Und das hat dann zum Umdenken wieder geführt. Die US-Indizes haben sich von ihren Tagestiefs etwas erholt und bleibt nur ein klitzekleines Minus. Und ähnlich sieht auch die Vorgabenseite aus Asien aus. Auch hier sehen wir nur ein kleines Minus. Wir kommen jetzt zu den Top-Themen des Tages und schauen uns zunächst einmal an die Geschichte Bayer und Covestro. Es ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, dass sich Bayer von der Kunststofftochter komplett trennen will. Jetzt hat man einen weiteren Schritt gemacht. Man hat Aktien verkauft, großes Paket, 1,8 Milliarden Euro zum Preis von 86,25 Euro das Stück. Und das führt dazu, dass die Bayer-Aktie heute Morgen leicht klettert. 0,6% geht es hier nach oben und die Covestro-Aktie verliert etwa 1%. Zahlen, vorläufige Zahlen gab es bei Südzucker, Europas größten Zuckerproduzenten. Die sind richtig gut ausgefallen. Südzucker erhöht jetzt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr, was ja bis Ende Februar läuft, von 6,9 bis 7,1 Milliarden erwartet man jetzt. Und vorher waren es 6,7 bis 7 Milliarden gewesen. Vor allem der Export von Zucker läuft richtig rund. Ja, und rund läuft es auch bei der Aktie. Die Südzucker-Aktie klettert heute 2% am Morgen und notiert bei 17,16 Euro. Dann hatten wir noch Zahlen beim Autozulieferer Heller. Hier hat man ein überraschend starkes erstes Geschäftshalbjahr hingelegt. Der Umsatz zog an um 8% auf immerhin 3,5 Milliarden Euro. Das lag an relativ guter Nachfrage nach Lichtsystemen und Spezialprodukten für das Thema Landmaschinen und Baumaschinen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern klettert sogar um 9%. Und sowohl Umsatz als auch Ergebnis liegt über den Erwartungen der Analysten. Und auch das kommt am Markt zunächst einmal relativ gut an. Ja, dann haben wir noch die Zahlen des Tages. Der DAX, ja, bewegt sich im Prinzip überhaupt nicht. Wir sind hier mit einem Mini-Minus gestartet und pendeln so um den Schlusskurs vom Mittwoch. Dow Jones am Ende des Tages ein leichtes Minus, nur noch von 0,1%. Der Euro gibt wieder etwas nach und im Gegenzug haben wir den Goldpreis etwas fester. Ich darf Sie hinweisen auf mein Interview heute Nachmittag mit Roland Hirschmüller, unserem US-Experten. Wir werden sprechen über den Hype bei Kodak, über die Berichtssaison, die in den USA jetzt langsam anläuft, und über die Highlights bei der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas.